Hier stehen Sie gemeinsam mit mir in einem sehr umfangreichen, mit dem größten und wichtigsten Frottagezyklus Histoire Naturelle von Max Ernst. Der Frottagezyklus stammt aus dem Jahr 1926 und zeigt uns die Geschichte der Natur mit den Elementen der Natur, durch die Elemente der Natur. Was bedeutet Frottage? Frottage ist ein Zufallsprinzip, in der Fachsprache sagt man aleatorische Technik dazu, die Max Ernst ganz für sich selbst entwickelt hat, um den Zufall mit in den Werkprozess zu integrieren. 1925, an einem Regentag, allein in einem kleinen Gasthof am Meeresstrand. Ich starre auf den hölzernen, von vielem Schrubben ausgewaschenen Fußboden und bemerke, dass die Maserungen sich in Bewegung setzen, etwa wie die Linien auf dem imitierten Mahagonibrett meiner Kindheit. Wie damals, bei meinen Visionen im Halbschlaf, werden die Linien zu flüssigen, wechselnden Bildern. Ich bin überrascht durch die plötzliche Steigerung meiner visionären Fähigkeiten. Hier ein sehr schönes Werk, wo wir erkennen können, auch mit welchen Materialien Max Ernst gearbeitet hat. Es ist übrigens immer sehr schön, auch mit Kindern in diese Ausstellung zu gehen, die immer wieder neue Ideen, neue Bilder, neue Formen erkennen. Hier wird sehr oft von einem Wal gesprochen, ein großes Walauge oder auch eine Waluhr, denn das Auge könnte man eigentlich auch als eine Uhr lesen. Und dieser Wal hat auch etwas sehr Hartes von einer Walnuss beispielsweise. Auch hier vorne der Mund dieses Tieres erinnert gar nicht an den Mund eines Wals, sondern an den Schnabel eines Vogels. Dann fliegt dieser Wal. Er fliegt wahrscheinlich über dem Wasser. Und das Wasser, das assoziieren wir mit etwas Fließendem, was sich in die Weiten der Welt bewegt. Und wenn wir genau hinschauen, was hat Max Ernst hier verwendet? Er hat festen, harten Draht verwendet, um dieses fließende Wasser darzustellen. Und überall können wir also durch diese vielen Formen, über die Strukturen, die sich hier in Formen und Bilder verwandeln, neue Geschichten kreieren. Das letzte Blatt dieses Zyklus hat den Titel Eva, die Einzige, die uns bleibt. Denn Max Ernst orientiert sich auch an der biblischen Entstehungsgeschichte der Natur. Und Eva wird hier uns von hinten präsentiert. Wir sehen ihr Haar. Ihr feingliedriges Haar wird dargestellt über die Struktur des Holzes, einem starren Material. Und in diesem Holz finden sich wieder kleine neue Formen. Wir tauchen quasi ein in die Landschaft des Haares, in die Landschaft des Holzes. Und ich finde immer den Schatten in der rechten Bildhälfte sehr interessant, denn wer fehlt auch übrigens hier auf diesem Bild? Es fehlt Adam. Stattdessen sehen wir den Schatten ihres Hinterkopfes noch mal viel deutlicher. Und Sie sehen, dass all diese einzelnen Blätter zweidimensional sind. Ursprünglich hat Max Ernst aber die einzelnen Gegenstände teilweise auch einzeln auf ein Blatt frottagiert, teilweise mit Pergamentpapier sie auf eine Unterlage geklebt. Wie macht man das nun, dass diese Werke aber so aussehen, wie sie aussehen? Ich würde sie kopieren, ganz einfach unter den Kopierer legen. Und das hat Max Ernst sich auch gedacht. Nur, dass 1926 das Kopierverfahren natürlich noch nicht so ausgereift gewesen ist und er dafür das Verfahren des Lichtdrucks verwendet hat. Und somit war Max Ernst eigentlich der Andy Warhol der 1920er Jahre.